Moinsen, Stefan hier, herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Jetzt muss ich ein bisschen mit den Augen kniepen, ja, ist ein bisschen hell, aber ist gar nicht schlimm. Das Thema heute, das ist nämlich auch ein total blendendes, nämlich, was kann ich eigentlich tun, um, wenn ich so mit meinem Wohnwagen unterwegs bin, einen relativ geschmeidigen Blick nach hinten zu haben. Weil es ist ja nun mal oft so, ob jetzt ein 230er ist oder ein 250er sogar, in der Regelmäßigkeit ist der Wohnwagen etwas breiter als dein Zugfahrzeug und das bedeutet, naja, du siehst halt, super dein Auto, dein Wohnwagen, aber du siehst halt nicht, was von hinten angerauscht kommt. Deswegen braucht man etwas, nämlich Verbreiterungen für den Spiegel oder respektive breitere Spiegel. Und da möchte ich dir heute mal so zwei, drei unterschiedliche Möglichkeiten vorstellen, was man da so tun kann, um eben den besseren Rückblick zu haben. Pass auf. Das allererste, wir fangen mal ganz entspannt an, was es da so gibt. Nehmen wir einfach mal den hier. Das sind so Universalgeräte. Die haben natürlich einen großen Vorteil. Der große Vorteil ist, wenn du mal ein neues Fahrzeug kriegst, ja, ab und zu gönnt man sich ja mal diesen tollen Luxus, ja, dann passen die halt auch in Zukunft, weil sind halt universal. Wie werden die dran gemacht? Naja, die tackerst du oben einfach so hier oben dran. Ja, die halten dann hier mit ihrem kleinen Bügel und hast hier hinten drin so Gummischnipsels. Du biegst hier einfach mal rum, ja, hakst die unten ein, so. Und dann sitzt der halt relativ schnell, relativ schön an deinem Hauptspiegel dran. Und zack, bums, weil siehst es sogar, hast einen besseren Blick. Vorteil, ja, Fahrzeugwechsel, nimmst du die mit. Nachteil, naja, du siehst so ein ganz bisschen, das siehst du jetzt schon, natürlich kann man dann noch ein bisschen strammer machen, aber die flappern halt ein bisschen, das ist nun mal bauartbedingt. Und flappern finde ich immer doof, weil wenn du fährst, hast du Wind und Vibrationen im Auto, ja, dann ist halt alles, ist jetzt nicht meins, wenn ich ganz ehrlich bin. Deswegen mache ich die auch wieder ab. Aber es ist eine Variante, die man halt nutzen kann. So, Variante 2, die ist dann schon ein bisschen schöner. Übrigens, ich mache dir auch Links rein, ja, von den unterschiedlichen Varianten. Hast du dann deine Entscheidung, was du dir für dein Schätzchen holst. Variante 2 kommt sogar ganz ohne Gummis aus, weil die setzt du oben dran, schraubst hier und tak, tak, tak fest. Jetzt mache ich es nicht ganz so fest. Ja. Ich ja, ein bisschen Zeit sparen. Die sitzen dann schon, wenn du es ein bisschen fester gezogen hast, ein bisschen stabiler. Die kosten einen kleinen Taler mehr. Auch hier eigentlich so ein Universalding. Auch hier hast du nämlich die Möglichkeit, egal wie dein Spiegel hier oben grob geformt ist, so zeige ich dir, indem ich es wieder abgeschraubt habe. Tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Ist ein bisschen schwül heute, komme ich gleich wieder in Schweiß. So, die hier, die kannst du, je nachdem, wie dein Fahrzeugspiegel gekrümmt ist, kannst du halt dann demzufolge ein bisschen anpassen und auch die kannst du zusammen und weiter auseinander machen. Und die sitzen dann auch schon ein bisschen stabiler. Und Vorteil, du kannst hier diesen Kopf halt so ein bisschen drehen, wie du willst, in alle Achsen. Der ist schon auch total wichtig für den super Blick. Und jetzt kommt meine Lösung. Die hat einen riesen Nachteil, aber die hat auch irgendwie einen ganz schön großen Vorteil. Das sind nämlich diese fahrzeugspezifischen Spiegel von E-MUG. Guckt ja gerade so eine Harley an, ey. Wie eine ganze Rocker-Gang. Diese fahrzeugspezifischen Spiegel von E-MUG, so heißt die Firma, E-MUG oder was heißt die Firma halt, die haben den großen Vorteil, die werden genau für dein Fahrzeug quasi angepasst. So, dann steckt man die hier so drauf. Warte mal, muss ich mal kurz zeigen. So sitzt der auch einigermaßen, sind hier draußen rum, einmal schön gummiert, sodass sie dir das Auto nicht verhunzt. Und dann machst du folgendes. Tak, tak, tak. Der kommt hier rein. Das schraubst du fest. So, chippst noch einmal runter. Fest, fest, fest. Und da vibriert, also wenn der ganze Spiegel vibriert, vibriert das natürlich auch. Ansonsten vibriert hier nämlich nicht. Das ist natürlich schon mal total super. Riesengroßer Nachteil, und davon kann ich dir ein schönes Lied singen, in Moll in diesem Fall, sobald du dein Fahrzeug wechselst, sei denn du holst dir den gleichen Karren nochmal, dann passen die auch in Zukunft nochmal, aber sobald, das ist jetzt bei dem Fahrzeug der Fall, das war dieses 5er Facelift, wo das Auto ja eigentlich relativ gleich aussieht, aber der Spiegel nur ein ganz bisschen anders ist, ja, und schon kannst du halt deinen E-MUG-spezifischen Spiegel kannst du halt verkaufen. Da hast du wieder einen Vorteil, hau ich mir gleich eine Mütze. Die sind relativ teuer, die kosten irgendwas bei um die 100 Euro, das Paar. Die kriegst du für einen relativ guten Euro auch wieder los, wenn du sie loskriegst. Wenn du ein Auto fährst, was kein anderer in Deutschland hatte, dann kannst du dir die an der Wand tackern. Oder du baust dir einen Spiegelpalast, kannst du ja auch machen. So, mache ich wieder ab. Brauche ich ja heute erstmal nicht mehr, bleib ja hier. Und dann habe ich dir zumindest mal drei unterschiedliche Möglichkeiten gezeigt, wie du für den besseren Rückblick sorgen kannst, damit du auch eine vernünftige und vor allem sichere Fahrt in den Süden, in den Norden, in den Osten oder in den Westen gewährleisten kannst. So, 5 Minuten, zack, auf die Sekunde.
sensationell, Punktlandung. Mehr habe ich auch gar nicht zu sagen zu diesem kleinen spannenden Thema. Aber eins, das möchte ich noch sagen, nämlich bis zum nächsten Mal. Schön, dass du uns deine Zeit geschenkt hast, wenn es wieder heißt, Happy Camping und oder so. Au revoir, macht es gut. Euer Stefan.